einer neuen Rezension. Heute geht es um Pinguinwetter von Britta Sabak. Und ja, ich würde sagen, wir kommen als erstes zu den Eckdaten. Und zwar hat das Buch 251 Seiten, ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und kostet neu 8,99 Euro. Und ich habe das damals günstig als Mengenexemplar genommen und vor allem wegen diesem Cover und dieser Farbe, weil es pink ist, habe ich es mir mitgenommen. Und ja, ich bin froh, dass ich es jetzt gelesen habe. Aber zu meiner Meinung kommen wir erstmal später, denn es geht jetzt erstmal um die Story. In diesem Buch geht es um Charlotte. Charlotte ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Also sie hat einen absolut tollen Job in einem Verlag, in dem sie schon viele Jahre arbeitet. Also ihr Leben war immer absolut perfekt. Und ja, irgendwann wird sie aber in das Büro ihres Chefs gerufen. Und zwar aus folgendem Grund. Naja, eigentlich glaubt sie aber erst, dass sie halt eine Beförderung kriegt. Aber der eigentliche Grund ist, dass im Verlag Stellen gestrichen werden. Und natürlich trifft es genau Charlotte und sie denkt natürlich, dass ihr Leben vorbei ist. Vor allem, dass noch schlimmer kommt, denn ihr immer mal wieder Mann Mark, wie sie ihn nennt, hat vor, sich von ihr zu trennen und zu heiraten. Und das bedeutet natürlich, dass Charlottes Leben wirklich vorbei ist. Sie zieht sich immer mehr zurück und versinkt in Eiscreme und Alkohol und das Leben könnte nicht schlimmer sein. Ihre Freundinnen sind natürlich für sie da, aber sie schieben ihr auch ihren Sohn Finn auf den sie immer aufpassen muss. Und ihr passieren ein paar witzige und schräge Situationen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Charlotte weitergeht, dann müsst ihr das natürlich selber lesen. Vielleicht habt ihr es auch schon gelesen. Dann könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben. Ich fand es auf jeden Fall richtig toll. Der Schreibstil war flüssig, witzig, hat mich ein bisschen an Kerstin Gier erinnert und ja, es war humorvoll und sarkastisch und ich fand es mega toll und ich bin sehr begeistert davon und freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil. Und ich würde sagen, das war es jetzt mit meiner Rezension und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!